Geht schon. Geht schon los? Ja. Okay, das ist Teil 2 vom Show and Tell vom 15. April 2014 im Interlab. Da sind wir wieder in Wien. Ganz laut betonen, bitte schön. Genau. So, welcome back. Ich hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei. Seid ihr mit dabei? Ja. Ja, mit im... da ist Reconnecting. Genau. So, jetzt muss ich mir das eigentlich wieder zurecht fieseln, dass man sieht. Man sieht es aber nicht wirklich. Egal. Mal schauen. Mal. Da ist er mal. Genau, wie üblich. Wer es noch nicht kennt, My Choice Road, basierend auf Ping. Wer benutzt es? Wer benutzt es nicht? Genau. Ja, lustige Sache, so sieht sozusagen die Welt aus, wenn ich nach Hause telefoniere. Ein paar Fragezeichen dazu, ein bisschen mehr. Die Idee dabei übrigens, da ist eine Scale. Die Scale, oh, ist nicht wirklich gut zu lesen. Ich glaube, kann man das noch besser, schärfer einstellen? Na. Naja, ich weiß nicht, ob man es wirklich sieht, aber in dieser Zeile, ich versuche es mal mit... wie heißt das Tool noch? Weiß ich nicht mehr. Also, was der nahe dran ist bei der ganzen Geschichte. So, die Idee dieser ganzen Anzeige ist, was nahe dran ist, kriegt einen Punkt, sodass man es kaum sieht. Und dann ist eingeteilt die Scale in 1, 2, 3. Das sind die näheren Entfernungen und A, B, C für die weiten. Also donnert jetzt gerade. A, B, C etwas weiteren Entfernungen. Im Moment sieht das alles ganz gut aus, nur 1 und 2 zu sehen. Bis auf diesen komischen Peak hier sieht man es mal, A, B, A. Ich weiß nicht, inwieweit das wirklich repräsentativ ist, aber es gibt einem zumindest die Idee, funktioniert meine Leitung nach Hause noch oder nicht? Ja? Da hat jemand eine Frage. Woher hast du die IP-Nummer auf dem Pop 1? Wo habe ich diese, was da, hier, die diese. Die können nämlich nicht ins Internet. Ja, das ist, ich benutze Tethering über mein Phone und das ist mein Phone. Deswegen, genau. Die Heart of Gold, dann natürlich ist das Richtige dann. Das ist noch draußen. Ja. Übrigens, ja, die Daten, die hier links rausgehen, sind dann verloren. Man kann nicht wieder rausskalieren und nachgucken, wie war es denn vor 10 Minuten und so weiter. Sollte aber jemand da ein Tool haben, das ähnlich einfach ist und auch in Terminal funktioniert, bitte bei mir melden. Und an dieser Stelle sind wir bei den Sachen, die, was hätten wir denn gerne? Also wir kommen von dem... Das sind doch historische Daten für dich, wenn du meinst. Ja, ja, ja. Nein, der Punkt ist natürlich eher der. Ich möchte lokal das mitlaufen lassen und ich möchte, wenn ich also irgendwo im Café sitze oder was auch immer, dann auch mal wieder zurückgehen und schauen, so mal so ein bisschen rauszoomen und schauen, wie war denn so das vor ein paar Minuten. Smoke-Mopping, E-Tool? Ja, Moment. Heute geht es immer nur, du kannst es nicht mir direkt sagen, du musst es zeigen, für die Kamera, für alle. Also wolltest du es haben, dann bitte zeigen. Das wäre so die Idee. Dann würde ich euch bitten, das ins Textpad zu schreiben, damit wir es beim nächsten Mal haben. Ja, also ein bisschen auch daran denken, für das nächste Show and Tell, auch wenn ich hier nicht da bin, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es ein monatliches Show and Tell gibt hier im MetaLab. Vielleicht sollte ich das nochmal reinschreiben und sagen. Wenn du das zu zeigen hast, ja, bitte, start your engines. Also das war hier MTR, so heißt das Ding, und expandiert heißt das My Trace Route, hier da oben steht. Trace Route. Debian MTR-Tiny, glaube ich. Aha. Also das war die Variante ohne X11. Also du sagst, da MTR-Tiny, so hieß also das Paket. Das Paket, glaube ich. Schauen wir mal, ja genau, so heißt es. Es ist wirklich ein bisschen unscharf, oder? MTR ist irgendwas anderes. Mhm. MTR Tiny ist das Ding. Was machen wir da? Da auf die Ecke draufstecken und nochmal ein bisschen dran drehen? Kannst du? Weil die ganze Kamera ist drauf. Ja, und das muss ich. So. Vielleicht ist nur. Ja, nicht schärfer, aber kontrastreicher. Cool, ja. Kannst du lassen? Mir ist wurscht. Wir brauchen hier nur ein Budget. Also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass mir das von den Augen verschwindet.
Schlüssel. Na gut. Gut, soweit erst einmal dazu. Ja, da gibt's. Schreib's rein. Ja, sehr gut. Ansonsten, was hätten wir da noch? GPG und so weiter, kennt ihr ja. Was hatte ich da? Ist nicht ganz angekommen, aber wenn du es reinschreibst, dann haben alle was davon. Nicht schlecht. Ja, genau. Minus List? Nein. Also. Genau. Ich habe da eigentlich eine Abkürzung für, aber ich wollte jetzt ausschreiben, damit man sieht, was ich mache. Dieser Herr in Dresden hat einen Key. Ja, wie langweilig, das ist die Aussage. Aber wir schauen mal ganz kurz hier auf diese ID. Ja. Und jetzt sagen wir dem ganzen Programm nochmal nur die ID anzeigen. Wir kriegen zwei Schlüssel. Eine ID, zwei Schlüssel. Wie geht das denn? Wir haben also wirklich so eine Collision. Ja? Und die Collision ist mit PP Köln KK35. Was ist das? PP steht für Polizeipräsidium. Ja, meine Damen und Herren, was macht also dieses Polizeipräsidium, diesen Key dort irgendwie vielleicht anzugreifen? Aber wenn man es natürlich anschaut, kann man jetzt sagen, das Herstellungsdatum dieses Keys ist ja von 2012, während der Key von Joachim von 2013 ist. Also wer greift hier wen an? Ich möchte aber auf eins hinweisen. Das Datum, die Uhrzeit, ist immer pro lokale Zeit. Also natürlich kann jeder an seinem Gerät einfach die Uhrzeit mal ändern und dann das Programm zur Erzeugung des Schlüssels laufen lassen und dann hat er eben auch das entsprechende Datum da drin. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war für mich der erste wirkliche ID-Collision, die ich gesehen habe. Zumindest kann ich verifizieren, dass der Mensch zu dem einen Key existiert. Und was diese Polizeipräsidium-Geschichte soll, weiß ich nicht. Aber wie jemand schon vorgeschlagen hat, man könnte ja mal den DNS umbiegen und schauen, was da für E-Mails reinrauschen. Ja, aber das nur so nebenbei. Du wirst nicht lesen können, weil da unter Private Key dahinter steckt. Ja, aber vielleicht schauen wir mal. Die Abkürzung mehr oder weniger. So wie Abkürzung, ja. Die ID ist natürlich nicht der Schlüssel. Nein, das ist ein Hashwert und davon der letzten zwei Blöcke von den Hexziffern natürlich, ja. Aber es könnte ja da hier an der Stelle, also ja, aber, meine Herren, meine Herren, alles, was ihr sagt, geht am Mikrofon so ein bisschen dran vorbei. Ich wiederhole das immer, weil ich immer wieder darauf hinweise, so lange, bis ihr es gefressen habt, dass ihr immer möglichst zu allen sprecht. Und eure Möglichkeiten hier sind, das Textpad zu benutzen oder den IRC-Channel oder eben beides zusammen. Noch besser ist es, wenn ihr eure Bemerkungen mit Link, mit Zusatzinfo in das Textpad hineinschaut, weil dann ist sozusagen die Doku schon halb getan. Weil sonst geht es hier einfach nur an uns vorbei und alle anderen drumherum haben nichts davon. Kannst du dir die Fingerprints anzeigen lassen? Ja, natürlich kann ich mir die Fingerprints anzeigen lassen. Das geht mit der Option Fingerprint. Yay. Ist das richtig geschrieben? Na, ich hab. Das ist die Abkürzung. Das ist ein Hacker-Abkürzung. Ja. So, da sind's. Ja. Also hier sieht man dann, dass nur die beiden letzten Dinge dort wirklich übereinstimmen. Ja. Da so also mal ein bisschen hintereinander weg. Ding, ding. Da. Ja, damit man die so übereinander sieht. Aber wie man natürlich vorher schon sieht, wenn ich da ein bisschen vorher gehe, da schon der Block, natürlich sind es nimmer gleich. Und der Rest überhaupt nicht. Beruhigend, genau. Also sollte es da auch noch eine Collision geben mit mehreren Dingen, würde ich mir langsam echt Sorgen machen. Gut, aber vielleicht wird es dann auch zu offensichtlich. Ne? Das ist ja immer so die Sache. Wenn man auch mehr kann, muss man nicht mehr tun, weil sonst ist das Show-Offy und bringt so viel Warnung raus. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist einfach nur drüber geblieben, dieses Thema von unserem Food Break. Und wollte das nur mal ganz kurz gezeigt haben. Also es gibt wirklich mal eine Kollision. Und wie zufällig die ist, zu diskutieren. Was mich aber interessiert, und ich habe das gerade gesehen, bei dem Tool, also App auf dem Handy, APG heißt das, da werden Fingerprints angezeigt, diese da also, aber eben jeder Block für sich in seiner eigenen Farbe. Ich habe nicht nachgeguckt bisher, wie der Algorithmus dahinter ist, aber ich finde die Idee nett.
Also man gebe jedem dieser einzelnen Viererblöcke eine einzelne Farbe auf einem gegebenen Algorithmus. Man kann schon anhand der Farben gucken, ob die übereinstimmen, so ungefähr. Sofern man natürlich alle Farben erkennen kann und nicht gerade rot-grün-blind ist oder was auch immer. Aber die Idee... Gibt ja bei SSH diesen Visual... Genau, das ist nämlich genau der nächste Dings. Und da muss ich aber wieder nachgucken, wie man das anzeigt. Hat das jemand im Kopf? Keygen-L? Ja, aber... Keygen-LF und dann Pfad zum Public Key. Pfad zum Public Key, naja, dann... Und, weiß nicht, was steht da mal? Pub? Ja, ne? So, da ist Dingens, aber... Nee, aber dieses Ding zeigt es nicht. Also, das ist Fabric Power auch noch haben. Ja, da gab es noch eine. Ah, da gibt es auch noch eine, ja. Mach doch mal Mann, ist es halt Keygen und nein, 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 nein. Wieso? Nein, stopp, 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 meine Herren, stopp. Nein, machen wir nicht. Der Punkt ist, nicht hier langweilig zu werden für diejenigen, die zuschauen. Wir werden nichts rumprobieren, sondern werden zeigen, was da ist und was jemand geprobiert hat. Also, hier geht sozusagen die Aufforderung an euch. Schaut nach, wie das geht, und dann zeigen uns alle, wie das geht. Aber ja? Der Zuseher will vielleicht auch wissen, wie man sich die Information beschafft. Ja, na, aber jetzt man durchzulesen und vorzulesen, na, das ist jetzt minus nicht so das Richtige. Also manche Leute kennen vielleicht das nicht mit dem Minus K. Zum Beispiel, naja, SSH Keygen zum Beispiel, ja. Da, was macht das? Das ist auch bekannt unter dem Namen Apropos. Ich weiß nicht, ob jemand das kennt, aber... WTF geht auch mal auf. WTF geht auch, ja. Ich weiß, wenn's, ja, ich glaube, ich nicht installiert hier, oder? Na, ah, das habe ich... Das macht Manuel. Ich glaube, das ist eins meiner gebliebenen Aliasse, genau. Also, ja, also das ist jetzt nicht so wirklich. Ja, aber ich möchte jetzt mal, also wir haben einen Anlass gegeben, bitte, meine Herren, wer kommt als Nächster? Machen wir apropos Disk. Apropos was? Apropos Disk. Disk. Das ist ein bisschen besser. Disk oder Disk? Disk. Disk. Na, ja. Disk, ja, mach mit C, was? Ne? Disk oder Disk oder mit C oder mit K? Musst du schon entscheiden. K, wie du willst. Naja, Disk. Da kommt es besser aus, was das Apropos ja wirklich tut. Ja, sucht nach dem Stichwort in all diesen genau Beschreibungen. Genau. Ja. Weil wenn du nur einen Treffer hast, ist es nicht so optimal, wie das mit dem Keygen war. Also das zeigt es schon besser. Schauen wir mal. Ja. Es gibt doch ein echtes Command-Line-Tool, das WTF heißt. Das gibt eins, ja, aber es ist hier nicht installiert. Also wir können natürlich fragen, was gibt es sonst noch alles? Denn die erste Alias wird ja sofort dann benutzt. Es gibt nur dieses hier im Moment, auf diesem System. So ist es halt. Ja. Ja, was ich aber sagen wollte, so viel von mir, es gibt ja noch so viele andere Dinge, als Idee nur abschließend zugehen, es gibt also diese nette Anzeige, grafische Anzeige, so als ASCII-Grafik für Keys bei dem SSL. Dasselbe hätte ich auch gern für GPG. Ich weiß nicht, ob es da was gibt, ob man das entsprechend benutzen kann. Hier ist sozusagen der Auftrag. Ich hoffe, ihr schreibt das mit ins Textpad hinein, weil ich ja gerade am Reden bin. Kann man das irgendwie geeignet darstellen? Nächste Sache war die Sache mit dem Fingerprint eines Keys farbig darzustellen. Dafür wäre es schön, ein Tool zu haben. Und was war das andere, was ich noch unbedingt mal brauchte? Vergessen. Aber ich melde mich dann schon. So. Wie immer, ich bin schon weit über 5 Minuten, bin ich sicher, möchte ich weitergeben. Wer war der Nächste auf der Liste? Was hat mir noch alles offen? Bitte um Zurufe. Zurufe. Ja. Zurufe mit Inhalt.